Smartphones wurden über die vergangenen Jahre immer leistungsstärker und besser. Sie ersetzten immer mehr typische Werkzeuge im Alltag. Dazu gehört natürlich auch die Kamera, die für viele Leute zu der wichtigsten Komponente in den aktuellen Smartphones wurde, da immer mehr Personen damit ihren Alltag festhalten und gegebenenfalls auf sozialen Medien mit anderen Leuten teilen wollen. In diesem Video stellen wir euch daher die besten Smartphone-Kameras für die verschiedenen Preisbereiche vor, damit ihr Bescheid wisst, wenn ihr Wert auf die Kamera legt, welche Smartphones für euch am besten geeignet sind. Viel Spaß! Der obligatorische Hinweis vorab, in diesem Video geht es lediglich um die Kamera in einem Smartphone. Andere Bereiche werden nicht beachtet. Wenn ihr euch dafür interessieren solltet, dann schaut gerne bei meinem aktuellen Smartphone-Kaufguide vorbei, wo wir euch die besten Smartphones vom Gesamtpaket in den verschiedenen Preisbereichen genannt haben. Vor dem Kauf solltet ihr euch auf jeden Fall nochmal ein Review zu den einzelnen Modellen anschauen, damit kleine Details am Ende nicht das Nutzungserlebnis zerstören. Zu vielen der im Nachhinein genannten Modelle haben wir auch ein Review auf unserem Kanal. Schaut da gerne einmal vorbei. Starten wir aber direkt im Preisbereich von unter 300 Euro. Hier haben wir zwei sehr ähnliche Modelle für euch notiert. Das ist einmal das Redmi Note 10 Pro und einmal das Redmi Note 11 Pro 5G. Das Redmi Note 10 Pro war letztes Jahr ein preis-leistungstechnisch sehr anerkanntes Smartphone. Ein sehr entscheidender Grund dafür war, dass es als Hauptkamera auf einen neuen Samsung 108 Megapixel Sensor gesetzt hat, der für diesen Preis durchaus überdurchschnittlich zu bezeichnen ist. Und nach realem Test letztes Jahr sind die Ergebnisse tatsächlich auch ziemlich gut. Am Tag haben wir eine stabile Farbwiedergabe und bei Nacht sind die Ergebnisse auch noch zu gebrauchen. Die Ultraweitwinkelkamera ist dann typisch für diesen Preisbereich, kann man natürlich nicht mehr viel von erwarten. Beim Redmi Note 10 Pro gibt es aber noch eine ziemlich spannende Telemakro-Kamera. Das Kamerasystem ist insgesamt nicht besonders hervorstechend, aber durchaus zu gebrauchen. Die diesjährigen Modelle waren insgesamt sogar eher ein Downgrade statt ein Upgrade. Das einzige akzeptable Modell ist da noch das Redmi Note 11 Pro. Nur vom Kamerasystem ist es aber sogar schlechter als das Redmi Note 10 Pro, da zum Beispiel die Telemakro-Kamera fehlt. Wichtig zu beachten ist, dass das Redmi Note 11 Pro 4G und auch das Redmi Note 11 Pro Plus trotz des gleichen Sensors ein deutlich schlechteres Verhalten bei den realen Ergebnissen zeigen, da sie einen MediaTek-Prozessor verbaut haben, der bei Xiaomi einfach deutlich schlechter optimiert ist und zum Beispiel bei Nacht sehr schlechte Ergebnisse abliefert. Wenn ihr also ein Smartphone der Redmi Note 11 Serie kauft, weil sie von dem sonstigen Gesamtpaket besser ist als der Vorgänger, dann sollte es auf jeden Fall das 5G-Modell sein. Spürbar besser ist die Kamera in dem nächsten Smartphone, das ist nämlich das OnePlus Nord 2 und Realme 9 Pro Plus. Diese zwei Smartphones setzen auf den Hauptkamerasensor des Flaggschiff-Smartphones Oppo Find X5 Pro und bieten dadurch natürlich auch ein sehr gutes Verhalten. Es gibt jetzt zwar nicht den hauseigenen ISP, weswegen das Verhalten natürlich nicht auf Flaggschiff-Niveau ist, aber dennoch ist das Verhalten der Hauptkamera sehr gut. Insbesondere bei den Nachtaufnahmen sieht man einen deutlichen Mehrwert gegenüber dem Redmi Note 11 Pro und nur mit dem Verhalten der Hauptkamera werden die meisten Leute vermutlich auch schon zufrieden sein. Bei der Ultraweitwinkelkamera kann man natürlich nach wie vor nicht viel Gutes erwarten. Einen signifikanten Sprung gibt es dann zum nächsten Preisbereich von unter 500 Euro. Hier haben wir nämlich das Samsung Galaxy S21 FE als einzige Option notiert. Das haben wir Anfang des Jahres getestet. Dort haben wir noch gesagt, dass es ein wenig unnötig sei. Aber dadurch, dass es mittlerweile im Preis sehr signifikant gesunken ist, kann man das auch schon sehr gut weiterempfehlen. Die Hauptkamera des S21 FE ist nicht unterschiedlich von der des normalen Galaxy S21. Die bietet bis heute immer noch ein sehr gutes Verhalten und ist auch vom Nutzungserlebnis auf dem Niveau, dass man sagen kann, da gibt es eigentlich nur noch sehr wenige Unterschiede zu noch besseren Kameras. Der Abstrich wurde hingegen beim Ultraweitwinkel gemacht. Dieser ist nicht ganz so stark wie bei den normalen S21 Modellen, aber immer noch besser als zum Beispiel beim OnePlus Nord 2. Vor allem ist es aber die dreifache optische Zoomkamera, die qualitativ gar nicht mal auf so einem besonders hohen Niveau ist, aber selbst im Verhältnis zu den ganzen Flaggschiff-Smartphones wie dem Oppo Find X5 Pro oder auch
dem OnePlus 10 Pro ist sogar das S21 FE besser, einfach weil dann nicht mehr so viele Smartphones einen großen Wert darauf legen. Man merkt bei diesem Modell auch vom Nutzungserlebnis und der sonstigen Gesamtpaket einen deutlichen Sprung im Vergleich zum OnePlus Nord 2. Und beim S21 FE kann man wirklich schon sagen, dass die meisten Leute auch mit dem gesamten Kamerasystem sehr zufrieden sein werden. Wer aber noch anspruchsvollere Fotografie betreibt, für ihn sollte vielleicht auch der nächste Preisbereich interessant sein. Hier haben wir für unter 700 Euro zunächst einmal zwei Modelle notiert. Diese zwei sind zwar von unterschiedlichen Herstellern, aber sind sich dann doch am Ende relativ ähnlich. Es ist zum einen das OnePlus 9 Pro und zum anderen das Samsung Galaxy S22. Bei beiden Modellen handelt es sich um ein bereits sehr rundes Gesamtpaket. Beide Modelle haben eine optische Zoomkamera, eine sehr gute Hauptkamera, einen Ultraweitwinkel und sind auch vom Nutzungserlebnis bereits auf Flaggschiff-Niveau, da es sich bei beiden Modellen einmal um ein Flaggschiff aus dem vergangenen Jahr und einmal um ein Subflaggschiff diesen Jahres handelt. Wir nennen vielleicht einmal die Unterschiede. Beim Ultraweitwinkel ist das OnePlus 9 Pro schon einmal im Vorteil, weil es da einen Hauptkamerasensor zum Beispiel auch aus dem OnePlus Nord 2 anwendet, die entsprechend bei Nacht schon einmal einen deutlichen Vorteil mit sich bringt, rein qualitativ. Bei der Hauptkamera sind sich beide relativ ähnlich, aber bei dem dreifachen optischen Zoom, der bei beiden zwar über die sehr ähnliche Brennweite verfügt, hat das Samsung qualitativ einen deutlichen Vorteil. Beim Samsung handelt es sich nämlich um die gleiche Zoomkamera wie im S22 Ultra und diese ist qualitativ bekanntlich ja wirklich recht gut. Beim OnePlus 9 Pro handelt es sich hingegen um einen relativ kleinen Sensor, der qualitativ nicht daran rankommt und gerade bei Nachtaufnahmen oder bei größerer Vergrößerung sieht man den Unterschied deutlich. Zum Beispiel hat das auch eine weniger nahe Naheinstellgrenze. Ansonsten handelt es sich bei beiden Modellen schon um ein sehr flaggschiffwürdiges Kamerasystem, mit dem auch anspruchsvolle Fotografen sehr zufrieden sein werden. Wenn ihr jetzt noch etwas mehr Geld zahlt für die verschiedenen Flaggschiff-Smartphones, dann ist es hauptsächlich ein Verbessern in den einzelnen kleinen Features, aber nur vom alltäglichen Nutzungserlebnis haben auch die zwei Modelle schon extrem gute Kameras. Wenn ihr ein bisschen mehr Geld ausgebt, dann kommt ihr bereits zum Google Pixel 6 Pro. Dieses Smartphone habe ich in den vergangenen Kaufberatungen eigentlich sehr selten erwähnt, da es meiner Meinung nach weniger geboten hat, als der Hype um das Smartphone versprach. Mittlerweile ist es aber so signifikant im Preis gesunken, dass man es mittlerweile auch wieder weiterempfehlen kann. Wir haben ja wie gesagt zu den verschiedenen Modellen alle ein Review. Zum Pixel 6 Pro wird zeitnah auch ein Re-Review erscheinen, in dem wir schauen, wie es sich heute im Vergleich zu den anderen Smartphones so verhält. Beim Pixel 6 Pro ist es so, dass seine größte Stärke die Zoomkamera ist. Wir haben hier nämlich eine Periskop-Zoomkamera mit einem vierfachen optischen Zoom. Das ist schon einmal mehr als bei den zuvor genannten zwei Smartphones. Und diese ist auch qualitativ mit einem sehr großen Sensor ausgestattet, sodass die Ergebnisse bei der Zoomkamera auf jeden Fall überzeugen sollen. Außerdem ist die Hauptkamera der Samsung GN1-Sensor, der lange Zeit der größte Smartphone-Sensor auf dem Markt war. Also auch von der Hauptkamera, zusammen mit der künstlichen Intelligenz von Google, die da auch sehr schöne, kontrastreiche Farben aus den Bildern rausholt, wird das schon sehr gut sein. Beim Ultraweitwinkel müssen wir aber ehrlicherweise sagen, dass die Ergebnisse schlechter sind als beim OnePlus 9 Pro oder auch dem Galaxy S22. Für Fans von einem guten Zoom und sehr präzise abgestimmten Farben ist das Pixel 6 Pro also die richtige Wahl, ansonsten vielleicht bei den anderen zwei Modellen umschauen. Am spannendsten sind aber sicherlich die Flaggschiff-Smartphones mit dem insgesamt besten Kameraerlebnis, das man für Geld kaufen kann. Hier darf das Geld dann wirklich nicht mehr limitieren. Das beste Modell mit der meiner Meinung nach besten Kamera insgesamt auf dem Markt, das wir vor kurzem auch reviewed und sehr gemocht haben, ist natürlich das Vivo X80 Pro. Vivo hat in der Vergangenheit im europäischen Markt nicht einen sehr starken Fußabdruck hinterlassen, da sie hauptsächlich mit verschiedenen eher Mittelklasse-Geräten hier für einen deutlich zu hohen Preis angekommen sind. Mit dem Vivo X80 Pro haben sie aber endlich auch ein richtiges Flaggschiff auf den europäischen Markt gebracht, das nicht nur identisch ist zu der chinesischen Version, sondern auch insgesamt vollkommen überzeugen kann.
Wenn man das gesamte Kameraerlebnis mit den Ergebnissen und dem Nutzungserlebnis zusammenfasst, handelt es sich hier um die beste und zuverlässigste Smartphone-Kamera auf dem Markt. Bei der Hauptkamera haben wir einen sehr großen Sensor mit einer offenen Blende, dadurch auch einen sehr schönen Look. Beim Ultraweitwinkel ist der Gimbal aus dem Vorgänger zwar entfernt worden, was die Ergebnisse leicht verschlechtert, aber dennoch handelt es sich um eine sehr gute Ultraweitwinkelkamera, die jeden Normalverbraucher zufriedenstellen wird, zum Beispiel auch besser als im Pixel 6 Pro. Beim Zoom haben wir zwei unterschiedliche Zoom-Kameras, die aber nicht wie Samsung quasi ineinander übergehen, um so weit ranzugehen wie möglich, sondern wir haben zum einen eine sehr, sehr hochqualitative zweifache optische Zoom-Kamera, spezialisiert für Porträts. Diese Brennweite ist zwar nicht so weit, aber auf jeden Fall super praktisch im Alltag und mittlerweile sogar meine am häufigsten verwendete Brennweite geworden. Das ist sehr, sehr praktisch. Und die Kamera ist qualitativ auch so gut und einzigartig, dass man sie überall gerne verwendet. Dazu haben wir eine fünffache optische Periskop-Zoom-Kamera, die tatsächlich qualitativ gar nicht so gut ist, aber im Vergleich zu Smartphones wie dem Oppo Find X5 oder OnePlus 10 sowas hervorstechen kann. Hinzu kommt das Nutzungserlebnis und die sehr schöne Farbwiedergabe, ausgelöst durch den eigenen V1 Plus ISP, was wirklich sehr sorgenfrei zu verwenden ist, und wir haben eine gute Kamera-Performance. Wenn ihr also wirklich ein sehr zuverlässiges Kamerasystem braucht, mit dem ihr schöne Momente im Alltag festhalten könnt, dann ist das Vivo X80 Pro zumindest meine präferierte Option. Bevor dieses Modell auf den deutschen Markt gekommen ist, war das jedoch das Samsung Galaxy S22 Ultra. Bei dem Modell ist es so, dass es sich um das andere Smartphone mit einem wirklich runden Gesamtpaket handelt. Hervorstechen kann natürlich die weite Abdeckung der Brennweiten. Wir haben eine gute Hauptkamera, eine starke Ultraweitwinkel, die vor allem mit einer sehr niedrigen Brennweite überzeugt. Und am meisten hervorstechen kann natürlich der dreifache und zehnfache optische Zoom, mit dem man sehr flexibel ist. Beim S22 Ultra ist es so, dass nicht jede Kamera die qualitativ beste ist, die man kaufen kann. Aber einfach durch das Gesamtpaket und die Tatsache, dass alles vorhanden ist, was man braucht, insbesondere mit dem zehnfachen optischen Zoom, ist es natürlich dennoch ein sehr gutes Kamerasystem, das so einmalig ist und kein zweites Mal gefunden werden kann, außer vielleicht beim S21 Ultra. Das Nutzungserlebnis ist nicht ganz so gut wie beim Vivo X80 Pro. Die Farben sind auch teilweise ein bisschen zu übertrieben und die Schärfe ziemlich überschärft. Aber dennoch kann ich aus realer Praxisnutzung auch sagen, dass man mit dem S22 Ultra zum Beispiel auf Reisen sehr viele schöne Bilder einfangen kann. Ebenfalls erwähnt möchte ich ein weiteres Smartphone, nämlich das Honor Magic 4 Pro. Honor ist ein relativ neuer Konzern im Premium-Smartphone-Markt, da sie vor kurzem erst von ihrem Mutterkonzern Huawei getrennt wurden. Mit dem Magic 4 Pro haben sie aber durchaus ein gelungenes Smartphone auf den Markt gebracht. Meiner Meinung nach nicht ganz so ausgereift wie die zuvor genannten Modelle, aber dennoch hat es einige exklusive Stärken. Wir starten damit auch direkt, und das ist nämlich die Zoom-Kamera. Ähnlich wie beim P50 Pro haben wir hier einen 3,5-fachen optischen Zoom, was erstmal gar nicht so weit klingt, aber durch den riesigen Sensor, den sie für diese Brennweite verbaut haben, haben wir im Prinzip von den Ergebnissen von 3,5-fach bis zu 10-fach nahezu eine durchgehend optische Bildqualität, und damit ist man einfach super flexibel, weil man nicht auf feste Brennweiten im Alltag angewiesen ist, sondern zum Beispiel auch einfach sagen kann, ich fotografiere jetzt mit 5-fach ein Bild, ich fotografiere jetzt mit 4,5, 4,9-fach ein Bild, und man bekommt dennoch durchgehend eine sehr gute Qualität. Die beste Zoom-Kamera meiner Meinung nach aktuell auf dem Markt. Die Hauptkamera und Ultraweitwinkelkamera sind etwas schlechter wie beim Vivo X80 Pro zum Beispiel, aber dennoch nicht schwach, dass, wenn man von einem älteren Smartphone kommt, dass man da jetzt unzufrieden sein wird. Das Nutzungserlebnis ist meiner Meinung nach etwas schlechter, weil die Kamera-App nicht ganz so ausgereift und stabil läuft. Dennoch ist das Honor Magic 4 Pro, gerade wenn man Wert auf einen flexiblen Zoom legt, die beste Option. Aber auch nicht vergessen sollten wir ein weiteres Modell, nämlich das Apple iPhone 13 Pro Max. Dazu haben wir neben dem Review ebenfalls vor kurzem ein aktuelles Re-Review veröffentlicht, worin wir auf ziemlich spannende Sachen im Markt eingehen, unter anderem auch betreffend zur Kamera. Wer meine Stellung zu iPhones kennt, wird wissen, dass
die iPhone-Kamera an sich von den Bildergebnissen nicht wirklich besonders überzeugend ist. Von der Hauptkamera, aber gerade vom Ultraweitwinkel und auch dem Zoom, haben sie überall nur relativ schlechte Sensoren verbaut, die daher nicht wirklich hochqualitative Ergebnisse liefern können. Gerade die Ultraweitwinkelkamera ist schlechter als alle Smartphones ab 600 Euro im Android-Bereich. Das ist nicht so gut. Das iPhone hat aber natürlich auch seine eigenen Stärken, die einfach einmalig und nirgendwo anders zu bekommen sind. Hauptsächlich fällt das natürlich auch bei den Videoaufnahmen. Mit dem iPhone 13 Pro Max, selbst mit einem iPhone 11 Pro, kann man die besten Videoaufnahmen machen, die man so in keinem anderen Android-Smartphone bekommen wird. 4K 60 mit sehr hohem Dynamikumfang und sogar dem HDR-Standard, das ist tatsächlich ziemlich einmalig. Auch Sachen wie der Porträtmodus mit dem LiDAR-Scanner, also der quasi physischen Kantenerkennung, ist unerreicht und das Nutzungserlebnis ist natürlich sehr sorgenfrei. Das iPhone 13 Pro Max ist nicht die beste Option, die ich am ehesten bevorzugen würde, wenn ich jetzt, sagen wir mal, verreisen würde und ich will eine zuverlässige Kamera mit dabei haben. Aber gerade für Leute, die sehr gerne Videos machen und einfach Schnappschüsse im Alltag machen, die nicht unbedingt die beste Qualität haben sollen, aber einfach den Moment festhalten wollen, für die ist das iPhone 13 Pro Max auch eine sehr gute Option. Insgesamt kann ich dieses Jahr sagen, wenn ihr hier einmal alle genannten Modelle eingeblendet seht, dass ich mich freue, dass wir immer mehr konkurrenzfähige Kameras im Markt haben, was man über das letzte Jahr zum Beispiel nicht unbedingt zwingend sagen konnte. Der Markt ist also sehr lebendig und man hat immer mehr Auswahl, wenn man eine gute Kamera mit unterschiedlichem Fokus haben will. Zum Beispiel das Honor oder das Vivo haben den Markt durchaus sehr belebt. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass es in den günstigen Preisbereichen auch immer mehr gute Kameras gibt, weil die Leute eben so viel Wert darauf legen. Zum Beispiel mit dem S21 FE bekommt man schon so eine gute Kamera, dass man eigentlich kaum noch einen Unterschied zu den ganzen High-End-Smartphones sehen kann. Schaut auf jeden Fall jetzt auf meinem Kanal vorbei, dort findet ihr nämlich Videos zu allen genannten Smartphones heute aus dem Video. Wenn euch das Video gefallen oder weitergeholfen hat, dann vergesst auf jeden Fall nicht den Kanal zu abonnieren, um keine weiteren spannenden Videos rund um die aktuellen Smartphones und Technikprodukte mehr zu verpassen. Vielen Dank und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.